Wunderbares Schlusswort. Und jetzt gebe ich das Mikrofon bzw. die Mitarbeiterin kommt in den Saal. Ich möchte noch mal was zum Thema Stoffentwicklung sagen. Ich bin selber Autorin. Und zum Thema MINTIF im übertragenen Sinne, weil, soweit ich weiß, geben Unternehmen und Industrie 20% ungefähr ihres Umsatzes für Forschung und Entwicklung aus. Und beim Fernsehen, also auch beim Film, kann man das nicht sagen. Und ich glaube, da hängt oder da liegt auch ein großer Grund, weshalb immer so eine Ungeduld ist, Sachen gleich funktionieren müssen. Also es gibt wirklich wenig Projekte, die ich kenne. Oder also Dominik Grafs Serie, finde ich, ist zum Beispiel ein super Beispiel, weil da wurde wirklich lange recherchiert, unheimlich gut entwickelt und man sieht's. Es ist grandios. Und ich glaube, es liegt viel in der Stoffentwicklung und viel auch daran, dass man nämlich in einer längeren Stoffentwicklung und in der intensiven auch solche Figuren entdecken könnte und ausloten könnte. Aber diese Zeit ist selten und das Geld auch selten da. Also ich befinde mich ja in einer Zentralredaktion und spreche jetzt mal für die Kollegen von Sat.1. Ja, also wir entwickeln, wir entwickeln 30% mehr, als wir machen. Ja, das war bei Sat.1 früher nicht der Fall. Also insofern kann ich Ihnen da, was jetzt unsere Sendergruppe betrifft, nicht zustimmen. Es birgt natürlich das Risiko, dass 30% mehr Entwicklung heißt dann natürlich auch, dass Autoren teilweise ihr Buyout-Honorar, wenn der Stoff dann nicht gemacht wird, nicht verfilmt wird. Aber was unsere Sendergruppe betrifft und insbesondere Sat.1 wird 30% mehr entwickelt als früher. Ja. Ich glaube, Sie verwechseln in gewisser Weise, was die Investition heißt, dass man 30% des Geldes ausgibt. Nicht, dass man sozusagen 30% Stoffe mehr entwickeln lässt, die aber, und das ist leider doch die Praxis in Deutschland mittlerweile, überwiegend die Autoren selbst bezahlen. Weil Sie wissen nun alle, wie Sie da sitzen, natürlich, dass wir ein massives Problem damit haben, dass sehr viel nur in Frühentwicklungsstadien anentwickelt wird. Ja, das finde ich auch nicht richtig, aber von den 30%, von denen ich es auch in einem positiven Sinne sozusagen zu Ende bringen. Ich glaube, das ist sozusagen eine ganz wichtige, große Aufgabe, dass wir uns Gedanken machen, wie wir sozusagen Entwicklungspulse tatsächlich schaffen, wo wir überhaupt anfangen können, in einem breiteren Rahmen über solche Stoffentwicklung nachzudenken. Weil das ist natürlich, das werden Sie mir wahrscheinlich auch zustimmen, in der Geschwindigkeit der Entwicklung mittlerweile kaum noch möglich. Also Fakt ist einfach, wenn man sich das anguckt, dass mittlerweile die Autoren in der Entwicklungsphase mindestens 60% des Risikos alleine tragen, ob eine Entwicklung gelingt oder nicht, weil jedes abgebrochene Drehbuch ist meistens ein Verlust in einer Dimension von 30.000, 40.000 Euro. Und das ist das, womit der Autor leben muss, der aber vorher ein halbes Jahr daran geschrieben hat. Und ich glaube, wenn wir da nicht eben auch die Wissenschaft uns auf der Ebene zum Vorbild machen, dass wir auch keine Innovationen kriegen werden. Ja, mein Name ist Sarah Lubjun, ich komme von der Universität Duisburg-Essen und ich würde ganz gerne an die Medienexpertenrunde eine Frage stellen, die jetzt ein bisschen mehr die kooperativen Aspekte mit der Forschung sozusagen beleuchtet. Das ist ja jetzt auch mehrmals angeklungen. Also mich würde nochmal explizit interessieren, wie können denn die Stoffe in fiktionalen Formaten thematisiert werden? Also ganz konkret, wie kann Forschung in Ihren Augen unterstützend wirken? Also was kann sie anbieten? Im Endeffekt. Kann sie anbieten einen Austausch, ähnlich jetzt wie das MINTIF-Programm? Geht es um sowas wie eine Beratung, in Anführungszeichen, was Authentizität und Akkuratheit anbelangt, wenn es dann gerade in ihre Storylines sozusagen passt? Und das würde ja gegebenenfalls auch, wenn Sie was im Kopf haben, was die Barrieren in dem Zusammenhang angeht. Und das würde mich nicht nur interessieren mit dem mit der Fokussierung auf MINT-Themen, die jetzt hier sehr ausführlich diskutiert worden sind, sondern auch mit allgemeinerer Art gegebenenfalls prosoziale Themen, wenn man so will, Gesundheitsthemen, Umweltthemen, weil das ist auch ein großer Interessenschwerpunkt von unserer Forschung. Könnte ich mal was sagen, weil ich habe zwei Autoren, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, haben im letzten Jahr das Fellowship gewonnen hier von MINTIF und die sind betreut worden von einem Professor aus
aus Potsdam. Da ging es um meteorologische Themen, also da ging es um dieses das Exposé 2 Grad Plus, wo sie sich also damit auseinandergesetzt haben, wie haben diese Starkregenphänomene Auswirkungen auf die Umwelt. Also im weitesten Sinne auch ein Katastrophenfilm, aber eben auch basierend auf wissenschaftlicher Erkenntnis. Und da war es am Anfang eher so eine bisschen zähe Zusammenarbeit, haben die beiden mir gesagt. Und dann brach das Eis, weil der auch gemerkt hat, dass sie sich wirklich dafür interessieren und für dieses Thema interessieren. Und dann war das eine ganz gelungene und ganz tolle Zusammenarbeit. Grundsätzlich muss man sagen, also finde ich, wenn man wissenschaftliche Themen angeht, ist es ja geradezu notwendig, dass der Autor oder die Autorin sich mit Experten auf dem Gebiet berät. Also man kann ja nicht schlichterdings nicht eine Serie über einen Pathologen machen, ohne mal mit einem Pathologen geredet zu haben. Das ist ganz wichtig. Das ist auch eine Arbeit, die wir in die Sender reintragen, dass wenn es dann Interesse gibt, also man hat ja dann irgendwann auch den Sender auf seiner Seite, dass so eine Arbeit dann auch wirklich finanziert und honoriert wird, dass ein Autor sich dann auch mal zurückziehen kann mit dem Wissenschaftler und auch dem Wissenschaftler selber ein Beratungshonorar zahlen kann. Also das ist ja auch wichtig, dass ein Wissenschaftler auch was davon hat und nicht nur kostenlos berät, sondern auch tatsächlich pekuniäres Interesse daran hat und das auch bezahlt bekommt. Beratung in medizinischen Themen, Polizeithemen, das ist ja sozusagen Standard, wenn man ein Projekt hat. Aber ich denke, es ist ja ein dialektischer Prozess, wo, so kenne ich es jedenfalls, Autoren auch nachfragen, natürlich auf neue Ideen kommen, sei es mit neuen Methoden der Verbrechensforschung oder es gibt ja auch wissenschaftliche Veröffentlichungen, die auf einmal Stoffe nach sich ziehen. Die Berliner Charité hat eine sehr beachtete Expertise zu Pädophilen gemacht. Auf einmal kam es wie Pilze aus dem Boden, dass ganz viele Stoffe über Pädophile oder über Problematik geschrieben worden sind. Ganz viele diskutiert haben, wie ist das genetisch, Sozialisation, das gibt es ja auch, wo man dann die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil man ja nicht so interessant ist, sein macht, 5 Filme dazu auf einmal hintereinander macht. Aber daraus konnte ich nur nehmen, alle haben das gelesen, haben Kontakt aufgenommen, gesagt, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht, ich sage, das ist ganz, ganz wertfrei. Und muss ja auch sagen, dass die Filme dazu sehr bewegend waren und, glaube ich, vielen Leuten klargemacht haben, was so ein Triebschicksal ist, wo man sonst irgendwo mal was hört, wo sich Leute beschweren, wenn irgendeine Klinik gebaut wird oder Freigänger sind. Ich glaube, also in dem Fall, um auf so einen Punkt zu kommen, dass man da doch auch im Fiktionalen einen großen Teil von Aufklärung leisten kann, weil es in einer Differenziertheit vorkommt, die man vorher nicht hatte. Egal, ob es ein einzelner Film ist oder ein Tatort, also ein Krimiformat. Auslöser war dann sozusagen eine wissenschaftliche Publikation. Ja, guten Tag. Benjamin Gesing von der Initiative MINT Zukunft schaffen, eine Fachkräfteinitiative der deutschen Wirtschaft. Ich habe eine Frage an Herrn Henke. Sie hatten vorhin noch mal erwähnt, dass es ja sozusagen auch um die Kunst geht in den Stoffen. Das sehe ich auch so. Für mich war Kunst auch immer ein Dialog über aktuelle gesellschaftliche Themen oder die eben sozusagen durch auch das Medium, durch auch ihr Medium in die Gesellschaft reinzubringen und zu diskutieren. Ich frage das deshalb, weil ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir MINT in Deutschland ist die Kernkompetenz, ja, der deutschen Wirtschaft. Ich darf das ganz kurz als Lobbyist sagen, ich oute mich auch, ja, ist die Kernkompetenz, um die sich letztendlich alles dreht, also in der Wertschöpfungskette. Wir haben jährlich 300.000 MINT-Absolventen in Deutschland. In China sind es jährlich 5,4 Millionen. Das heißt, wenn wir nicht aufpassen, dann finden diese Diskussionen, die wir jetzt hier gerade führen, in 10, 20, 30 Jahren in Deutschland überhaupt nicht mehr statt, weil wir dann nämlich kleine Giveaway-Spiele für Messen herstellen, die in China stattfinden. Ich will nur sagen, es geht um Vorbilder, so habe ich das auch die ganze Zeit verstanden. Welche Rolle spielt MINT im Fachkräftemangel und auch für die Zukunft dieses Landes, für die Kinder dieses Landes, auch im künstlerischen Dialog innerhalb der Gesellschaft durch ihr Medium? Danke, Henke. Ich dachte, es wäre eine Frage, aber... Ja, welche Rolle spielt MINT im künstlerischen Dialog? Ja, ich habe... Also ich... Das war jetzt für mich ein Statement. Naja, ich denke erstmal, man muss ja aufpassen, wenn man Forderungen hat, die man an die Gesellschaft, an die Politik formuliert und sagt, das und das muss anders gemacht werden. Warum sind wir so schlecht beim PISA-Test und so weiter, dann darf man ja nicht die Wirklichkeit mit dem Medium verwechseln. So wichtig ist auch
sein machen. Ich denke auch, dass man uns da nicht überfordern darf. Denn vice versa, also wenn das so wäre, ich finde immer die Verbrechensstatistik so interessant, die spiegelt sich ja bei uns auch nicht wieder, wenn man guckt, wie viele Täter es aus dem Migrantenkreis gibt, das trauen wir uns nicht. Stichwort positive Diskriminierung, aber die Verbrechensstatistik entwickelt sich leider nicht positiv, dadurch, dass wir das nicht machen. Also da sehe ich Grenzen, aber ich meine, die Forderung, die Sie gesagt haben, kann man genauso an Politik, an Ausbildung, an Universitäten richten. Wir machen nur Fernsehen. Nur Fernsehen. Don't think it's only entertainment. Ja, wir machen nur Fernsehen, das muss ich mir oft sagen. Und daran hängen ja ganz viele Zwänge des Genres, Dinge, die mit der Kunstproduktion zu tun haben, die nicht mit der Wirklichkeit unbedingt zu tun haben. Und das eins zu eins zu sehen, das finde ich sozusagen, das finde ich auch verhängnisvoll. Frau Sichtermann, ich war so frech, Ihnen das Mikro zu entreißen. Ich bin ja hier hinten. Ich habe jetzt noch drei Leute, die gerne eine Frage stellen würden. Die würden wir noch zulassen und dann eher mit vollem Mund reden lassen. Ja? Okay. Jetzt erstmal ein englischer Comment. Yes, excuse me in English. I wonder if there's a slight danger of us being caught in an out-of-date mindset here, because I don't see Mint coming into television as a problem, but as an opportunity. I mean, the world has changed dramatically over recent years, and in a sense we're in the mindset of the old science fiction, where it is something where we had to use imagination to kind of bring science in. What's happening now is there are so many science stories around. Just look at the news in the last 6 months. Earthquake in a volcano in Iceland stops air traffic in Europe. I mean, who would write that as a, it could easily be written as a drama. Oil explosion in Caribbean, bringing boardroom drama, politics in America. All you've got to do is to add some romance and you've got a script. There are so many stories. It's simply a case of digging them up. We had one that was presented at our festival and conference a year or two ago called Burn Up from the BBC. It was written by the writer of Slumdog Millionaire, a top writer. And he said the biggest problem is that the amount of time it takes to do the research. It took him 4 years to write two 90-minute dramas. But the stories are there, and the writers are happy to take them out if they have the time and the money to do it. So I would suggest perhaps we need to review a little bit the way the world has changed and how we react to it.